So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Und da ist wieder ein Kurier, aber wie gesagt, den müssen wir nicht immer. Wir müssen nicht den Leuten folgen, also dem Kurier wieder folgen. Oh, was haben wir denn hier? Was hätten wir denn hier? So. Erledige Frankies Vollstrecke. Eigentlich bräuchten wir den nicht mehr, aber wir machen ihn einfach mal aus. Aus Prinzip nochmal. Ich möchte nicht unbedingt. Komm, fahr mal da weg. Oder gib mal. So, ein Auto war hier. Tut mir leid. Das ist ganz alleine deine Schuld. Da nicht ran, ne? So, den Typ haben wir erwischt. Und zwar von einer komplett sicheren Seite geholt. Aber einer muss da irgendwo noch rumtanzen. Die Frage ist, wo sitzt der? Ich will dich hier nicht mehr sehen. Wirst du auch nicht. Aber komm mal her erstmal hier. Ah, super. Erledigt. So, erledigt das da. Wie gesagt, wir brauchen nicht mal unnötig. Sondern ich sammle nur ein bisschen ein gerade. So. Das ist mit eingesammelt. Die Verstärkung haben sie gerne. Ruf ist mir scheißegal. Und hier unten liegt eine weitere Notiz. Tut mir leid wegen gestern Abend. Bitte gib mir noch eine Chance. Ich weiß, wir können das schaffen. Okay. Hier unten ist noch was anderes. Das ist noch so ein Albumcover. Das ist das erste von 4 in der Innenstadt. Okay. Hier oben ist noch ein Dings. Und hier liegt auch irgendwo noch Geld. Und zwar nochmal $875. Ja, ich hätte gerne das Geld gehabt. Aber die standen hier auch ohne Probleme rum. Die haben wir mal eben kurz ohne Probleme weggenommen. So, perfekt aufgeräumt. Wunderbar. Ja, wunderbar, wunderbar. Dann nehmen wir die andere Waffe wieder. Und weil ich mit der Handfeuerwaffe irgendwie ein bisschen besser zurecht, weil die Ziel verzieht nämlich deutlich weniger als die MG. Wobei die MG gar nicht mehr zu unterschätzen ist. So, ja. Schön, schön. Sorry, da liegt noch Geld. Ja, ich bin ein bisschen Fan davon. Da mal. So, nehmen wir die Kohle mit da oben. Nicht, also nicht das die Kohle, sondern wo liegt denn das Geld? Ich wollte nämlich mal kurz in die Garage gucken, ob da nicht irgendwo noch Geld liegt. Das scheint auch unten irgendwo zu liegen. Und
Das oben rechts zeigt auch öfters mal an, wenn der speichert. Also, das ist ein Kurier. Aber nochmal. Hier liegt das Geld vor allen Dingen. Gut, das nehmen wir mit. 1000 Dollar. Und eine weitere Notiz. Der Stützerschubser vom Tattler spielt schon wieder Artikel gegen uns zusammen. Kümmer dich drum. Ja, das ist unser Bekannter, mit dem wir ja eben schon an der letzten Folge geredet haben. Letzten Folge, letzten Folge, vorletzten Folge. Anfang der ersten Folge. Also das ist, glaube ich, in Folge 3 oder so mittlerweile, wenn wir aufnehmen. Gut. Ja, noch bis die dritte Folge, genau. So, wofür das Betreten brauche ich nicht. Ich muss eigentlich tatsächlich nur mein Auto wiederholen. So. Gut. Dann können wir wahrscheinlich heute an den Boss. Boah, Alter. Der braucht ja ordentlich einen Schub. Gut. Energie haben wir. Und nochmal die ganzen Drogen, die ganzen Presserkuriere, die brauchen wir gerade einfach nicht. Das ist jetzt gerade relativ uninteressant, falls da wieder gleich einer auftauchen wird. Es könnte nämlich theoretisch passieren, dass wir zwischendurch mal wieder welche auftauchen. Zwei haben wir ja in der ersten Folge geholt. Und den Rest haben wir dann quasi jetzt in der zweiten Folge. Und eventuell kriegen wir jetzt den Boss dran. Ah, den Kragen. So. Okay, lassen wir gerade mal einfach außen vor den einen Kollegen da. Weil auch immer da für einer ist. Moment, vorsichtig. Ja, ich sag ja, da ist wieder der nächste Erpresserkurier. Brauchen wir gerade aber nicht. Nochmal. Zwischendurch. So. Genau, der steht ja hier unten in der Tiefgarage. So. Dann quatsch mal mit dem Kollegen Mohammed. Hallo, Kelly. Wenn du annimmst, dann alle verbliebenen. Ja, nehmen wir an. Sie haben Frankie im Badehaus ja ganz schön Feuer unterm Bottich gemacht. Ja, ne? Sorry, blöder Karlauer. Wegen Ihnen hat Tony D'Orazio es derzeit ziemlich schwer, die Politikos der Stadt unter Kontrolle zu halten. Also hat der Frankie beauftragt, das Imperial im Auge zu behalten. Was meinen Sie? Was wollen Sie mit dem alten Frankie machen? Das hängt von ihm ab. Richtig. Hey, ich könnte mich auch anschließen. Meine Kamera ist im Wagen und... Wenn Sie für Ihr Schmierblatt im Dreck wühlen wollen, machen Sie das woanders. Ich schleppe Sie jedenfalls nicht durch die halbe Stadt. Schon gut. Schon gut. Man sieht sich. Jupp. Wenn Sie Bernard umbringen, erzählen Sie mir unbedingt, was passiert ist, okay? Ja, alles klar. So, ich hole mir kurz noch die, die Ding. Quatsch, hier die... Den Erste-Hilfe-Kasten. Der. Ach, wir haben drei. Okay, ich dachte, wir hätten jetzt zwei gehabt. Unsere Energie ist kurz dann wieder aufgefüllt. So, wir brauchen vor allem mal... Kriegen wir das Tor nicht auf einfach mal? Warte mal. Das müsste doch eigentlich die Möglichkeit geben, das aufzukriegen. Ohne das ständig vor der Anzahl zu müssen, diese Tür durchzugehen. Gibt es hier nicht irgendwie einen Schalter oder so? Wäre mal... Ja, hier gibt es keinen. Es muss doch einen Handschalter irgendwo geben. Scheinbar nicht. Na, okay. Egal. So, konfrontiere Frankie Bernard. Das ist quasi der Erpresserboss. Den holen wir uns heute. Haben wir dann 730 Meter vor uns. Das geht aber relativ fix. So, jetzt sollten aber auch keine Kuriere mehr auftauchen. Eigentlich. Ja, die Frage ist, was das Spiel so geplant hat. So, ich weiß, dass ich einige Kommentare bekommen habe, dass teilweise die Szenen ankrisen. Entschuldigung. Dass teilweise einige Sprachszenen oder Videocutscenes asynchron sind. Ja, das liegt daran, dass dieses Spiel schon ein bisschen was älter ist. Und wie gesagt, ich nehme normalerweise ganz einfach auf. Ich habe ja die PS4-Version. Einfach Video speichern und dann aufnehmen, dass ich halt immer mich in die Party geklinkt habe. Oder weiter erstellt habe, eine private. Und dadurch halt aufnehme. Also, wie gesagt, es kann immer mal passieren, dass einige Sachen asynchron sind, aber sollte eigentlich ohne Probleme klappen.
So. Also, ich bitte ein bisschen um Entschuldigung. Wir sind im Badehaus zu Gast. Das kennen wir ja schon. So, dann machen wir das anders. Wir holen es wieder unsere Freunde. Zack. Hier in der Innenstadt muss ein Ziel weg. Geht das? Alles klar. Wir kommen gleich rüber. Wichser, was er tut. So. Die machen das jetzt alleine. Ja. Fühlt sich auch so an, wa? Ordentlich Action gerade. So, der Boss scheint so ein bisschen unruhig zu werden. Ich scheine wieder oben zu sein oder unten. Gut, werden wir sehen gleich. Der es mit dir aufnehmen kann. Kein Fluchtweg! Vernietet uns in meinen Molotow! Macht uns fertig! So. Ich hab dich schon gesehen, finde ich. Er macht uns alle fertig! Das gefällt dir, Schwanzlutscher! Scheiße! Verdammt! So, der ist auch tot. Beweg deinen Arsch aus der Schusslinie! Kein Fluchtweg! Stecke fest! Versucht mich kalt zu machen. Ja. Wie zumindest mal der Plan an der Sache. Und ich hab dich scheinbar auch schon kalt gemacht. Meine Zeit. So, Kollege. Ja. Oh. Ah. Da. Na und? Bringt ihr mich jetzt um? Gute Idee. Erledigt. Die Erpressungen sind gesichert und in unserer Hand jetzt. So, Boss verschont. Ja gut, hätte ich gerne gemacht. Dann machen wir es, Birk. Schick alle verfügbaren Männer zur Innenstadt. Jetzt oder nie. Klar, wir kümmern uns um diesen Bezirk so gut wie vorher um den anderen. Kannst du darauf wetten? So. Erledigt. Die Angst vor Veränderungen ist übel. Das verstehe ich durchaus. Aber wir dürfen uns nicht. So, erledige Tony DeRacio. So, scheinbar will der jetzt uns noch an den Kragen. Ist das schon der nächste? Oh ja, das ist der nächste Leutnant, der vorletzte. Gut.
Vier, drei sind es übrigens noch. Vier müssen es noch sein, ne? Also einer, den wir noch nicht wissen. Tony DeRazio, den wir uns in der nächsten Folge drum kümmern. Und die zwei Dings, ja. Und der Boss. Dann haben wir Salvatore Macano als nächstes. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann kümmern wir uns über unseren Freund Tony DeRazio. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao.